In dem Video, in dem wir das Atom eingeführt haben, bin ich ein wenig vom Thema abgekommen. Also im Zentrum eines Atoms haben wir den Kern, der wirklich nur einen kleinen Bruchteil ausmacht. Und das Elektron, obwohl wir es ein Teilchen nennen, können wir uns am besten als eine Art von Schmiere um diesen Kern herum vorstellen. Es ist zwar ein Teilchen, aber wegen der Heisenbergschen Unschärferelation können wir niemals sagen, wo es sich eigentlich befindet und welche Energie es hat. Also, um es als Teilchen zu beschreiben, ist es schon ein bisschen komisch. Wir haben ja schon gesagt, wir können das Elektron eigentlich nicht als Teilchen beschreiben, wie Planeten um eine Umlaufbahn, wie zum Beispiel um die Sonne. Das wäre die Umlaufbahn, zum Beispiel von einem Kometen. Stattdessen können wir es uns ja eher so als Wahrscheinlichkeitsfunktion um den Kern vorstellen. Wenn der Kern also hier ist, haben wir ein Orbital. Das ist das 1s-Orbital, das ist eine Kugel um den Atomkern. Allerdings hat diese Kugel keine strenge Grenze. Wenn Sie sehen, dass jemand ein Elektron so zeichnet, wollen Sie damit nur sagen, wo es in 90% der Zeit ist. Und dann werden Sie sagen, okay, es ist also wahrscheinlich in diesem Bereich und im Zentrum der Kugel ist es höher. Und im Querschnitt könnte man sagen, dicht im Zentrum ist es wahrscheinlich und außen ist es weniger wahrscheinlich. Und das heißt nur, wir haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, das Elektron im 1s-Orbital innen zu finden als auf der Außenseite. Also dieser Grenzpunkt ist hier ziemlich künstlich, aber eigentlich können wir das Elektron überall finden, aber eben nur nicht so wahrscheinlich. Darauf werde ich im Rest des Videos noch genauer eingehen. Also zurück zum Bohrschen Atommodell. Schreibe das hier nochmal auf. Manchmal ist es schon gut zu wissen, dass es nach Niels Bohr benannt ist. Ich glaube nicht, dass dieser Kerl ein Trottel war. Er war ziemlich auf dem Stand der Zeit. Wir sprechen also über Dinge, die du wahrscheinlich in deiner Bibliothek ausgraben kannst. Vor nicht allzu langer Zeit haben Menschen einige dieser Fragen diskutiert. Im Bohrschen Modell waren also die Elektronen wie Planeten um einen Stern unterwegs. Oder um die Sonne herum kreisend. In meinem Gehirn, um das Konzept der Energiezustände darzustellen, ist also das hier ein Elektron um den Atomkern herum, bewegt sich auf einer Umlaufbahn. Und wir wissen, Vorsicht, Orbite gibt es nicht, es gibt nur Orbitale. Orbitale sind Wahrscheinlichkeitsfunktionen, wo du das Elektron finden kannst. Während ein Orbit eine klassische mechanische Möglichkeit zur Beschreibung eines klassischen Objekts ist, wie eben ein Planet um die Sonne herum. Wenn wir uns jetzt dieses Modell anschauen, ergibt die Idee eines Energieniveaus erstmal einen Sinn. Wenn ich mir also einen Planeten vorstelle, der einen Stern umkreist, so wie hier, wenn es dann mehr Energie gibt, wird seine Umlaufbahn vielleicht elliptisch werden. Wenn ich also noch mehr Energie hineinstecke, so als hätte ich einen kleinen Raketenmotor auf diesem Planeten, der Energie hineinsteckt, statt auf diesen Weg sich zu bewegen, vielleicht bewegt er sich dann ja auf einem anderen Weg. Also wir können ihn also beschleunigen und vielleicht bewegt er sich dann auf dieser Bahn. Er wird eine etwas höhere kinetische Energie haben und kommt dann ein bisschen weiter weg von dem Planeten. Wenn ich dann die Rakete wieder zünde, wird es seinem Pfad vielleicht so aussehen. Sein Orbit würde noch weiter hinausgeschoben werden. Wenn er sich dann dem Planeten nähert, würde er eine höhere Geschwindigkeit erreichen, als wenn er weiter außen ist. Das ist sehr interessant. Eine davon ist, dass der Planet oder die Rakete in dieser Umlaufbahn mehr Energie haben auf der Außenseite. Haben Sie hier außen mehr Energie als zum Beispiel hier auf der Innenseite. Und Energie, auch wenn wir von der Quantenwelt reden, und das ist nur Analogie, aber Energie ist wirklich die gleiche Energie, über die wir auch sonst reden. Also zum Beispiel Energie erzeugen oder Arbeit zu verrichten. Beispielsweise können Sie Energie durch Wärme vergeuden. Wenn ich also eine kleine Rakete hätte und etwas Energie hier hineinstecke, könnte ich sie in dieses höhere Orbit hineinschießen.
Die Idee der Orbitale ist das gleiche, außer natürlich, dass sie keinen klar definierten Pfaden entsprechen. Erhalten Elektronen also mehr Energie, zum Beispiel durch Lichtwellen oder elektromagnetische Wellen, die kann man auf das Elektron richten. In der Quantenmechanik werden wir noch genauer darauf eingehen. Also Licht können Sie also als ein Bündel von Photonen betrachten. Wenn ein Photon ein Elektron in einen höheren Energiezustand bringt, dann geht es vielleicht in diese Wahrscheinlichkeitsverteilung über, die eine Hülle hier außen darstellt. Und vielleicht geht es, nachdem es angeregt wurde, ach, Physiker und Chemiker verwenden oft das Wort erregt, bedeutet einfach, dass Energie hineingesteckt wurde. Dann könnte es dann hier außen bleiben oder es könnte wieder auf einen niedrigeren Energiezustand zurückkehren, gibt dann die Energie wieder ab, zum Beispiel als ein Photon. Und deswegen leuchten oder glühen manche Dinge im Dunkeln. Aber ich möchte hier wirklich betonen, im Rest der Chemie und in der Physik werden wir noch eine Menge über Energiezustände oder wie das Elektron in einen höheren oder niedrigen Energiezustand übergeht reden. Die Idee dahinter ist, dass ein Elektron in einem höheren Orbital eine höhere Energie hat. Nun können Sie fragen, wie können die Elektronen in dem höheren Orbital bleiben? Was passiert zum Beispiel, wenn hier bereits zwei Elektronen in diesem Orbital drin sind? Wir werden später nochmal darüber reden, wie diese gefüllt werden. Wir haben also zwei Elektronen hier innen, sie sind einfach überall irgendwo hier innen. Wenn ich jetzt ein drittes Elektron hinzufügen will, könnten Sie sagen, der niedrigste Energiezustand ist in der innersten Hülle. Warum geht das dritte Elektron nun nicht dorthin? Na, und nun sind bereits zwei Elektronen dort und obwohl die Elektronen vom Kern angezogen werden, weil der Kern ist ja positiv geladen, Elektron negativ, wird das dritte Elektron draußen bleiben, weil es abgestoßen wird, weil negative Ladungen sich abstoßen. Also wird das Elektron hier draußen bleiben und in die nächste Energieschale gehen. Und die interessante Sache an der Sache, und das ist eigentlich der Schlüssel zur Chemie, und wenn wir über Reaktivität reden, dann wird es euch noch etwas klarer werden. Auf einem höheren Energieniveau, wenn wir also diese Analogie wieder nutzen, bei Planeten entsteht, wenn sie weiter von der Sonne entfernt sind, sie werden also angezogen, aber die Gravitationskraft ist außen schwächer. Im Fall von Elektronen, wenn sie weiter weg sind vom Kern, wird die Coulombkraft schwächer. Die Ladungen, über die wir reden, wenn wir von Elektronen reden, das sind nämlich die Coulombkräfte. Also es ist eine negative Ladung außen und eine positive innen. Also die beste Methode, sich die Anziehungskraft vorzustellen. Wenn also Elektronen außen sind, können Sie sie leichter abpflücken und sie mit anderen Atomen teilen. Oder vielleicht können sie zu anderen Atomen abgegeben werden und sich also binden. Ich wollte euch aber nur eine Vorstellung davon geben. Die nächste Frage ist, wie können nun also die verschiedenen Orbitale gefüllt werden oder wie sehen diese Orbitale eigentlich aus? Ich habe hier ein paar Grafiken aus Wikipedia. Hier sind also die Orbitale, das sind die verschiedenen Orbitale. Es gibt zwei Aspekte hier. Die eine ist die Schale, die Energieschale, die durch die Zahl n hier bezeichnet wird. Das ist die Energieschale und so fügt sich alles zusammen. Diese Energieschalen entsprechen den Perioden im Periodensystem. Das buchstäblich ist eine Periode einfach eine Zeile im Periodensystem. Die erste Zeile ist zum Beispiel die Periode 1 im Periodensystem und genau dort in der Periode 1, also in der ersten Zeile, die Elemente in dieser ersten Periode haben ihre Elektronen in der ersten Energieschale. So hat beispielsweise Wasserstoff hat ja ein Proton, Wasserstoff hat ein Proton, wir nehmen nur mal an, es ist neutral. Wir haben ja gelernt, dass die Ordnungszahl anzeigt, wie viele Protonen vorhanden sind, nicht? Das weißt du noch. Das heißt, wie viele Protonen es im Wasserstoff gibt, wenn wir also annehmen, es ist ein neutrales Atom, können wir sagen, das ist auch die Anzahl der Elektronen. Also können wir die Ordnungszahl auch für die Anzahl der Elektronen hernehmen. Also dieses hat ein Elektron, das ist in der ersten Periode, also geht es in die erste Schale. Und so wird das Elektron genau hier in die 1s-Energieschale hineingehen.
Wenn wir nun die Elektronenkonfiguration für Wasserstoff schreiben, dann ist die Konfiguration in der ersten Schale die 1s. Und es gibt genau ein Elektron hier, 1s1. Und wie sieht nun dieses erste Orbital einfach aus? Es ist einfach eine Kugel, die kennt ihr schon. Es ist einfach nur diese Kugel. Wenn ich jetzt also einen Querschnitt zeichnen würde, würde sie dichter in der Mitte und am Rand weniger dicht. Nach dem letzten Video könnte man nun sagen, dass für das Helium die Orbitalfunktion so aussieht. Ist also in der Mitte weniger dicht und mehr dicht. Und wie ist nun die Elektronenkonfiguration im Helium? Nun, in jeder dieser Unterschalen, ich werde es euch gleich nochmal genauer zeigen, sitzen also genau zwei Elektronen drin. Zwei Elektronen. In jeder der geometrischen Konfigurationen jeder Unterschale kannst du zwei Elektronen reinsetzen. Wir werden da im Detail nochmal drauf eingehen. Also die Konfiguration für Helium in der ersten Periode ist die 1s2. Also in der 1s-Unterschale in der ersten Periode oder in der ersten Periode gibt es zwei Elektronen, 1s2. Ah, das ist wirklich faszinierend. Was ist eigentlich mit Lithium hier? Lithium hier, das ist übrigens auch der Name von einem Lied von Evanescence. Der Grund dafür ist, dass Lithium früher zur Behandlung von Depressionen verwendet wurde. Also Lithium ist also hier. Wie ist da die Elektronenkonfiguration? Das erste Elektron geht in 1s1, dann in 1s2. Und ich spreche also jetzt über Energiezustände. Das ist der niedrigste, S1. Das zweite Elektron will auch dahin gehen. Und zwei Elektronen passen in diesen ersten Energiezustand. Oder das erste Suborbital. Das ist dann die 1s2, also Lithium. Es füllt diese zwei Schalen, die erste und die erste Unterschale. Das ist die S-Schale. Und jetzt muss es in die zweite Energieschale hineingehen. Es klappt relativ einfach, ich habe dir vorhin erklärt, weil es in der zweiten Periode ist. Und die zweite Periode ist genau hier, in der zweiten Zeile vom Periodensystem, nicht? Also wird die Elektronenkonfiguration hier 1s2 sein. Zwei seiner Elektronen füllen auf wie Helium. Und das dritte hier, sein drittes hier reingeben, 2s1, 1s2 und 2s1. Also Lithium hat also zwei Elektronen in diesem kleinen Punkt hier in der Mitte. Nun, um diesen Punkt gibt es eine weitere Schale. Das ist die zweite Energieschale. Es hat genau ein Elektron dort. Also hat es eine Wahrscheinlichkeitsfunktion, also eine Kugel, wo sich die ersten zwei Elektronen befunden, das ein Querschnitt ist, wird ein Elektron noch in dieser zweiten Schale sein. Wenn ich dieses zeichne, heißt das ja nicht genau, dass dort das Orbital ist. Ich zeichne eben nur den Grenzwert, wo du eine 90%ige Chance hast, das Elektron, es könnte auch hier oder hier sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach wesentlich geringer. Jedenfalls, ich bin jetzt mit diesem Video am Ende und ich werde die Diskussion im nächsten Video fortsetzen und ich werde euch dann ein bisschen mehr über die bizarren Formen der Orbitale zeigen. Vielleicht bekommt ihr dann auch eine Ahnung dafür, warum sie nicht wirklich so bizarr sind.